Denn der Gewinner der heutigen Challenge kriegt 500 Euro, Freunde. Ey! Oh! Oh! Ja, Junge! Ja, was geht ab? Heute gibt's eine neue Fußball-Challenge. Jo, Bruder. Was geht ab? Heute gibt's eine neue Fußball-Challenge. Ihr wisst Bescheid, wir sind die Brotatoes. Ich bin Lars. Und ich bin Lukas. Und wir haben heute die Jungs dabei. Und rein ins Bild. Und Loco. Und Ilbra. Heute in dieser Fußball-Challenge gibt es einiges zu gewinnen für einen von euch. Mit euren Sekunden zu verlieren. Heute ein bisschen was Exklusiveres, hat so noch nicht gegeben. Deswegen direkt schon mal ein Like da lassen. Auch wenn ihr nicht wisst, was es ist. Jetzt geliked. Erstmal natürlich dickes Danke an Kosmosport, dass wir hier in der Halle drehen dürfen, weil draußen ist unmenschliches Wetter. Viel zu kalt und es schneit halt die ganze Zeit. Und ihr wisst, wir haben schon die Strip-Challenge gemacht. Deswegen heute in der Halle geht um einiges, Leute. Vielleicht seht ihr es schon. Oh! Oh mein Gott, es sind 10 Scheine, 10 50er. Denn der Gewinner der heutigen Challenge kriegt 500 Euro, Freunde. Ich glaube, der Druck ist da. Und es geht darum, man muss zwei Ziele in den Winkel treffen. Links und rechts. Einmal mit einem Elfmeter vom Boden und einmal mit einem Volley. Wer als erstes mit diesen zwei Schüssen zwei Ziele trifft, gewinnt dieses Geld. Und das ist unser Geld. Wir wollen es nicht verlieren. Deswegen diese Jungs, die werden keine Chance haben heute. Let's go. Easy. Eigentlich bin ich schon sehr glücklich im Leben, aber was ich mir schon seit langen Jahren wünsche, ist eine Penisverlängerung. Und dafür brauche ich die 500 Euro. Also Leute, ich würde gerne das... Another one. Also Freunde, ich würde gerne die 500 Euro gewinnen, damit ich mir ein bisschen Skin in Fortnite kaufen kann. Denn ihr wisst ja, ich bin nicht der Beste. Ja, und wissen ich wir. Ich muss ein bisschen aufholen, im Gegensatz zu den anderen. Die sind zwar auch nicht gut, okay, aber mit 500 Euro will ich mir einen guten Skin kaufen und dann... Anders als Loco brauche ich das Geld nicht für eine Verlängerung meines Genitals, sondern für eine Verkleinerung. Da haben sich in letzter Zeit einige beschwert. Nein, nur eine, also egal. Außerdem wollen wir natürlich nicht unser Geld verlieren. Das ist natürlich aus unserem Konto und wir wollen den Jungs nichts schenken. Für mich ist das heute hier eine harte Herausforderung. Für mich geht es um viel oder auch um wenig Haare. Ich möchte mir ein paar neue Haare kaufen, die ich mir dann dran kleben kann. Ich brauche das Geld. Hey, es ist mein Geld. Okay, ihr seht, das Tor ist präpariert. Wir haben jetzt die zwei Ziele, 250 Euro. Man muss ja beide treffen, um dann die insgesamt 500 Euro zu gewinnen. Hello there. Man kann auch zweimal das gleiche treffen, falls es gleich eine Diskussion gibt. Man muss nur zweimal treffen. Deswegen haben wir einmal den Elfmeterpunkt und da gehen wir noch ein paar Schritte zurück. Eins, zwei. Da haben wir auch den Volleypunkt, Leute. Und hier muss man nämlich Volleys schießen. Sieht echt klein aus. Ich hab Brille nicht mitgebracht. Und natürlich auch mit Torwart, Leute. Also fangen wir an. Stimmt, der Torwart kann ja auch einfach halten. Ich fange an, Freunde. Ich hab schick gewonnen. Ich treffe das Ding jetzt einfach im ersten Schuss und gehört mir schon die Hälfte der Knete. Ein Schuss von mir hat noch nie so viel bedeutet, außer als ich Elfmeter-King wurde. Oh, jetzt kann ich eigentlich meine Skills benutzen. Boah, ja, ich wollte nur ein Tor schießen, weil das Geld ist mir egal. Weißt du, ich kann man ruhig sprechen, so, ne? Such dir aus, Bruder. So, dann spiele ich jetzt meinen Spielverderber und ich treffe sofort. Oh, was eine Ansage. Oh. Ich wollte, dass sie jetzt nicht sofort ausmachen, obwohl ich es gerade gesagt habe, weil ich wollte eine andere Chance geben. Stimmt, du lügst ja auch immer, ne? Yeah. So, Freunde, ich habe jetzt lange genug Faxen gemacht. Jetzt mein erster Schuss. Links ist eigentlich meine Ecke, Leute, aber diesmal oben statt unten. Oh, das ist alles so knapp hier. Jungs, die legen... Was? So nah, Bro. Maul jetzt, schau schon wieder ausreden hier. Aber warum? Aber warum? Ich hab ihn gehalten! Triff das Tor am besten erstmal. So, Freunde, ich bin jetzt wach geworden. Will auch keiner mehr ins Tor gehen. Natürlich ist halt recht so. Oh mein Gott! Ich dachte, der springt halt echt weg. Fokussierter Blick. Ja, ja, das kommt was. Oh mein Gott! Erstmal nochmal die Skills hier zeigen. Oh, direkt! Oh! Ja! Zählt! Nein! Der war nicht drin! Oh mein Gott! Sonst hätte es gezählt, Alter! Ich glaube, der war echt nicht drin. Videobeweis! Nein, der war nicht drin. Ich bin ein Ehrenmann, es geht weiter. Ein Waschlichter. Oh! Oh Mann! Schön, Dunkelheit kann ich besser schießen. So, jetzt ein bisschen andere Atmosphäre hier, Jungs. Es wird spannender.
mit dem Henkel hier. Der war. Ich glaube schon. Der war. Ich glaube, der war. Ich glaube, der war getroffen. Der war, Alter. Oh mein Gott. War ganz zu dunkel. Kamera hat nicht gesehen. Abbruch, Abbruch. Zwei Meter weiter hinten musst du jetzt Volley noch eintreffen. Und auf die ganze Zeit immer nur diesen Boden zu filmen, Alter. Ja, zum Glück kann der Junge keine Volleys, ey. Da haben wir jetzt echt. Nope. Junge, was bringt das denn auf? Ja, hat berührt. Oh oh, Loco ist auch da. Nur Lukas und ich hängen hinten hinterher. Komm, Lukas. Oh. Ja, kein schlechter Versuch, Reni. Oh mein Gott, war das knapp. Was ist da? Komm, Eli, du Junge, das ist dein Geld hier. Ja, hast du Eli. Sehr gut, Eli. Wer hat den Elfmeter-Kick eigentlich? Ja, ich mache ja gute Tore, aber ich treffe diesen verdammten Pappteller nicht. Aber jetzt, ihr wisst, Leute, der Elfmeter-King, er macht immer crazy Sachen. Verwirrung. Noch hast du nichts gewonnen, Eli. Also, ich glaube, ja. Verwirrung. Zufälliger Volley King. Der Eli hat so eine große Klappe, weil er jetzt einmal was einmal im Leben, ne? Der denkt jetzt zuerst hier, ne? Der wird jetzt wieder runtergeholt, der Junge. Zufälliger Volley King. Oh. Ich hab nur das gefilmt, dann schießt er schon. Ich muss helfen, ich muss helfen. Komm, gib ihm. Ja! Ja! Erst rechts und zack, hab ich schon. Eli, ja? Sehr gut. Was höre ich da? Bruder, was ist los? Versuch du erstmal den Ball gerade hochzuhalten, Bruder. Vielleicht, aber Loco war da. Loco Bacchio ist am Start. Yeah. Das ist so okay. Wir haben richtig Glück, dass das Loco Volley schießen muss. So, ich bin jetzt beim Volley angekommen, Freunde. Das W steht für Volley, ihr wisst Bescheid. Nope. Ich denke, stimmt, Freunde, aber es ist so kalt hier. Ich muss Feuer machen. Ja, hey, ich hasse mein Leben. Oh. Oh, der hat gezogen. Der will auch noch den Rabona-Volley raushauen. Oh, Bein gebrochen, Alter. Das ist Karma. Oh, der kämpft, der kämpft. Hey. Wow. Mit dem ewigen Ball. Dein erster Volley, der ins Tor gehen wird, aber auch den Teller trifft. Der redet noch mit dem Ball, ne? Lass dich auch nicht verunsichern. Einfach reinspringen. Nope. Oh Gott, das wäre so fast gewesen, oh mein Gott. Halber Teller. Oh ja. Yeah. Ich habe das jetzt genau berechnet. Oh mein Gott. Schönes Outfit. Kann jetzt nur noch. Ja, weißt du, ich habe echt was zu verlieren. Ich kann ein Weltmeister werden. Bruh. Komm, Luca, mach aus. Ja, zählt der Schuss, nix, ja. Ja, moin. Oh, oh nein. Zumstiger Volley King. Netz, der Schuss wird für McGonagall in die Ewigkeit eingehen. Ja, Junge. Ja. Mein 36. Versuch oder so. Ich bin wieder da. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Nope. Ja. Knappe Sache. Oh yeah. Nope. Der sitzt. Dies hast du gesagt. Ja. Jawohl!
sind die 500 Tatsachen! Wir haben alle! Alle haben noch eine Chance. Du bist der erste, Mann! Du kann ich. Ich bin. Unter Druck. Nope. Loco ist der letzte. Er hat einen Schuss noch. Er war an die ganze Zeit am nächsten dran. Aber nee. Vorbei. Ist vorbei. Das ist der epische. Der epische letzte Schuss. Der hat den fast noch reingelegt. Er hat es. 500 Euro auf seinen Nacken, Junge. Auf deinen Nacken. Aber hey, das waren deine 500 Euro. Ja. Eine Salzstange auf mich, Bruder. Eine Salzstange auf dich, Alter. Das ist der beste Tag meines Lebens. Bitte da ohne Salz. Salz kostet extra. Freunde, das war's. Ihr wollt gar nicht wissen, wie lange wir gebraucht haben. Also nur eine halbe Stunde. Fünf Versuche, ich glaube, nach fünf Schüssen hatte ich das Ding. Dann gibt's einmal jetzt die Monetas für dich, Freunde. Oh mein Gott. 500 Euro hast du gewonnen. Mit zwei Schüssen 500 Euro verdient. So das muss es sein. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so lange dran geblieben bleibt. Danke, dass ihr so lange zugeguckt habt. Wenn ihr bis jetzt hier angekommen seid, schreibt nochmal Hashtag Nice in die Kommentare. Nice. Und lasst ein Like und ein Abo da. Genau. Schaut bei den Boys vorbei. Kommt zu mir nach Hause. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Fußballvideo, Leute. Und ich gebe jetzt erstmal das Geld aus. Oh, okay. Solche Geier, ey.